So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieger zurück zu die Elder Scrolls für Oblivion. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir haben Erpelgrund erreicht. Wir haben alle Zutaten für Melisande. Hi. Was verschlägt euch in diese Gegend, mein Herr? Also, ich hab das Blutgras. Ah, ausgezeichnet. Ich hoffe, ihr hattet nicht zu viele Schwierigkeiten beim Beschaffen. Ich hab die massenweise zu Hause. Dann hab ich den Knoblauch. 6 Knoblauchzehen, genau wie ich gesagt habe. Sehr gut. Genau, und den Nachtschatten? Wunderbar. Ich hoffe doch, ihr habt nichts davon gegessen. Für Leute wie euch sind sehr unangenehme Folgen zu befürchten. Ich hatte nicht vor, es zu essen. Einmal den Dolch? Ich nehme euch nur den Dolch wieder ab. Daran sollte genug Blut für meine Zwecke kleben. Ich hoffe, ihr hattet nicht zu viele Schwierigkeiten. Nein, ging voll klar. Und zu guter Letzt die Vampirasche. Hindaril ist zerstört? Allerdings. Von euch hat man wahrhaftig noch Großes zu erwarten. Ich werde die Asche an mich nehmen. Endlich kann wenigstens ein Teil von ihm einem guten Zweck dienen. So, wie sieht's denn nun mit dem Heilmittel gegen Vampirismus aus? Ich habe alles, was ich brauche. Nun bleibt nur noch den Trank zu brauen. Dabei könnt ihr mir allerdings nicht helfen. Gebt mir 24 Stunden. Bis dahin ist der Trank für euch fertig. 24 Stunden. Morgen Nacht ist er fertig. Wie viele Hälse haben wir gebissen? 17. Einen Hals beißen wir noch, dann haben wir eine schöne Zahl, 18. 46 Tage als Vampir und 18 Hälse, fände ich eine geile Statistik. Damit könnte ich leben, ich mag ja gerade Zahlen, das wisst ihr ja. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen. Ich bin ja so ein bisschen durcheinander mit meinen Versprechungen gekommen. Ich habe ja gesagt, wir machen Vampirheilmittel fertig und dann eigentlich eine Quest in der Kaiserstadt. Aber ich wollte ja auch... Da schwebt ein Stein. Morgen. Kann ich den nehmen? Nee. Ich wollte ja eigentlich eine Kaiserstadt-Quest machen oder halt so eine Daedra-Quest. Aber momentan tendiere ich dann doch eher zur nächsten Daedra-Quest, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Würde dann wieder ein Oblivion-Tor machen, ein Dungeon und würde mich dann einer Kaiserstadt-Quest widmen. Oblivion-Tore gibt es noch 8, die wir nicht geschlossen haben. In von uns bereits erkundeten Gebieten. Und ja, ansonsten muss ich mal ein neues Gebiet. Das könnte man halt schön machen hier. Das hier. The Great Forest. Den könnte man sich gut rauspicken. Auch bezüglich Orte, die man erkundet. Weil... Dungeons, die nicht questrelevant sind, haben wir alle. Hier oben. Ah ja, aber hier nicht. Dann müssen wir uns vorerst auf die Ding fokussieren. Auf die Oblivion-Tore. Für mich persönlich wäre es am angenehmsten, wenn wir am Ende noch Quest übrig haben, aber dafür schon alle Dungeons, die nicht questrelevant sind und so durch. Das fände ich am nicesten. So, Uhrzeit 1 Uhr. Da lässt sich, glaube ich, noch was deichseln, Freunde. Wir haben die Neulandschenke und Borbas Kaufladen schon durch. Brunnen der Magiergilde. Okay, der ist anscheinend questrelevant. Morgen!
Die sieht auch gar nichts. Ja, komm. Es ist einfach wichtig, dass wir dafür sorgen, dass die Dekadenz in diesen Landen einfach ein bisschen abnimmt, wisst ihr? Der einzige Besitz, den ihr haben solltet, ist die Liebe Gottes. Was? Was laber ich denn da? Let's go. Oh, und dann den Fail machen. Oh mein Gott. Sag mal, der Guten geht's hier aber nicht schlecht, gell? Mit ihrem ganzen Silber. Oh, wild. Wir sind zu schwer belastet. Ja, scheint gut zu laufen, ihre Schenke. Boah, ich komme nicht drum rum, Freunde. Ich glaube, ich muss es gleich mal kurz schneuzen. Das Schloss wollte ich noch aufbrechen. Einen Moment bitte. Gut. Weiter geht's. So, hier sollte niemand unten sein. Oh, hier sind... Doch, hier sind die Schlafplätze. Es ist wirklich schön hier. Wow, oh Gott. Muss ja nicht sein. Shelly. Okay. Mei, ein sehr leichtes, das ist ja schon fast süß. Zauber wirkt noch. Okay. Endlich mal wieder eine Herausforderung, Freunde. Geil. Geil. Liebs. Schmuckkästchen, sehr schwer, 7 Gold drin. Der Mittelfinger dieses Spiels kann so unfassbar groß sein. Okay, naja, keine unglaublich schlechte Ausbeute hier, würde ich sagen. Das geht schlechter, das geht definitiv schlechter. Nee, habe ich jetzt keinen Bock. Den Bücherladen auszuräumen, habe ich jetzt keine Lust. Ich gehe mal kurz... zur dunklen Bruderschaft. Dort werde ich wieder mit diesem unglaublich sympathischen Khajiit sprechen.
und der ein paar Sachen verkaufen. Ich freue mich, dass ihr zurück seid. Der Auftrag wartet auf euch. Ah, Moment, alles gut. Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. Ja, immer. Der Agonia studiert auch Tag und Nacht, gell? Der hört damit einfach nicht auf. Intrigant. Wie geil. Er sagt bloß, die ist unterwegs. Der ist doch nie unterwegs. Schon wieder. Ich dachte, ich... Bei Cetis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung! Mein Freund, ich will euch nicht ins Getriebe kacken, aber ich habe genauso wenig Bock, mit euch zu quatschen, wie ihr mit mir. Also... Ein gut... Lasst es uns ruckzuck hinter uns bringen, okay? Spannend, dass... glaube ich, gestohlene Gegenstände bei ihm nicht mal als gestohlen angezeigt. 400 ist halt echt nicht viel. Seht ihr das? Es wird gar nicht als gestohlen angezeigt. Aber er fungiert als Hehler und das ist gut. Das ist mehr. Halt die Fresse, okay? Du kriegst alles von mir wirklich nachgeworfen. Das Zeug wäre so viel teurer, speziell die Rüstungen. Aber ich bin halt einfach ein guter Elf. Ein guter Dunkelelf, okay? Also sei so gut und halt dich mit deiner Scheißerei ein bisschen zurück. Ihr seid ein harter Feilscher. Da habt ihr ja ein tolles Geschäft gemacht, Idiot. Aber er ist... Ihr habt mich schön übers Ohr gehauen. Ich hoffe, ihr seid... Das war viel... Er ist kein Mitglied der Diebesgilde. Er ist einfach nur ein Arschloch, oder? Bei Cetis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung! Unwillkommener Gast. Was macht der leichtes Schloss öffnen? Packt auf. Übel riechen. Okay. Okay, es ist wirklich ein Ding. Naja. Kann ich mich hier irgendwo schlafen? Nicht hier. Ich habe ja mein Haus. Weil dann würde ich mich mal mächtig ausschlafen, Freunde, nach all den Strafen. Ich glaube, der ist jetzt mehrere Tage. Ich glaube wirklich, er ist mehrere Tage durch die Gegend gehasselt. Also 3, 4, ohne zu schlafen. Ich glaube, da geben wir ihm jetzt die Möglichkeit, sich mal so ein bisschen von den Strapazen zu holen. Er läuft immer noch nackt rum, was auch immer er vor der Hütte macht. Maybe finden wir es eines Tages, aber es gibt nur noch eine Quest, die irgendwie relevant ist. Deswegen wundert es mich umso mehr. Okay. 12 Stunden wären bis 4 abends. Sechs abends. 8 Uhr abends. Go. Da kann man dann schon mal 16 Stunden am Stück schlafen. Nachdem man 4 Tage war.
Wer kennt's nicht, Freunde? Gut. Das war eigentlich dumm. Nochmal 2 Stunden drauf. Danach noch ein Nap. So. Okay. Es ist 10 Uhr abends. Einen muss ich noch beißen. Hallo. Die glücklose Lucina, ja. So. Und dann können wir uns ganz gediegen auf den Weg machen, Freunde. Und dann können wir diesen Fluch hoffentlich von uns nehmen. Wir hätten natürlich einmal kurz früher aufstehen können. Um zumindest unser Haus ein bisschen weiter zu, also aufzukaufen. Aber wie gesagt, durch die dunkle Bruderschaft kommen wir noch oft genug nach Chardinal. Ist auf jeden Fall ein Gebiet, das man schön kontrollieren kann. Ist auch ein bisschen kleiner. Und dann können wir damit halt... Wir haben ja den Nordwesten und den Nordosten. Ist ja jetzt genau falsch rum. Ist spiegelverkehrt, deswegen. Dann den Bereich dazwischen, den großen Forst und das Zentrum. Die richtig großen Gebiete kommen dann erst noch. Aber ich glaube auch, dass da die Tore noch mehr verteilt sind. Die andere Frage ist, ob wir dann direkt das Mittel einnehmen. Weil theoretisch hat uns ja der Graf von Skingrad gesagt, wir sollen das Mittel besorgen. Schwierig. Äußerst schwierig. Komme ich da zufälligerweise so hoch? Geht auch. Okay, es ist noch nicht ganz 12. Den Wein hat uns der alte Teufel nicht abgekauft. Ich hätte den Khajiit ja schon... jetzt nicht für einen Säufer, aber zumindest für so einen kleinen Teilzeittrinker gehalten. Bisschen auf ihrem Dach rumtrampeln, damit sie merkt, wir sind da. Oh. Ja, aber die Grünen, die beschwören ja nur irgendwelche Daedra-Dinger. Okay, mal sehen. Hallo? Da ist ein Keller. No way, da ist ein Keller nach unten.
Darf ich... Ich warne euch. Raus hier, oder ich rufe die Wachen. No way, ich hab Kopfgeld, scheiße. Hä, warum hab ich Kopfgeld? Ich hab Kopfgeld. Aber warum? Ich bin braver Bürger des Reiches. Warum habe ich Kopfgeld? Ist es wegen dem Angriff auf den Argonier? Ich hab Kopfgeld. Moin. Okay. Aber sind wir ehrlich, was habe ich erwartet? Stimmt, das ganze Silberzeug. Boah, das verbrennt ja so. Moment. Oh Gott, die hat hier Menschen gehalten. Meine Güte, gut, dass wir sie als Verbündete haben. Ja, das ist hier schön sortiert. Muss man hier lassen. Boah, Gifterlähmung. Richtig mächtige Tränke. Freunde... Hier unten wäre ein großer Seelenstein gewesen. Ach, come on. Okay. Hi. Willkommen. Willkommen. Ja. Ich habe etwas für euch. Ja. Das Heilmittel? Das Heilmittel, das ihr braucht, ist fertig. Ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Die Partie ist größer, als ich dachte. Ich habe genug für 2 Dosen des Tranks. Wenn ich mich nicht irre, ist diese Dosis schon jemandem versprochen. Solltet ihr jemals noch eine Dosis brauchen für den persönlichen Gebrauch, halte ich sie für euch bereit. Unsere Arbeit ist hier getan. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Ich danke euch. Ihr habt das Heilmittel schon. Solltet ihr das nicht irgendwo hinbringen? Ja, schon. Melisande hat einen Trank für mich hergestellt. Ich muss ihn nach Schloss Skindgard bringen und mit Hal Lirz sprechen.
Seht euch vor. Ja, und ich will doch auch eins. Oh, das heißt, ich muss dann nochmal zu ihr laufen. Das ist jetzt ein bisschen unnötig. Das ist jetzt so ein bisschen unnötig. Was ich probieren werde, ist mit Vicente Valtieri kurz reden. Aber mich jetzt da mehrfach hin und her... Gut, vielleicht ist es ein Testlauf. Wahrscheinlich stirbt der Graf. Wild, dass die Schlammkrabbe uns nicht gesehen hat. Oh. Zwei Uhr nachts, okay. Skingrad. Glaube ich, haben wir jetzt keinen Healer parat oder keine Healerin. Schade eigentlich. Naja, wurscht. Immerhin haben wir das Heilmittel jetzt. Aber das ist genau die Befürchtung, die ich hatte. Ich kann natürlich nochmal mit dem Khajiit sprechen. Aber vielleicht funktioniert der doch nicht als Healer. Vielleicht hat das bloß durch Zufall geklappt, weil der weil es ein Anzeigenfehler kam. Eigentlich wollte ich jetzt noch eine halbe Stunde aufnehmen, aber ich huste gerade verdächtig oft. Vielleicht sollte ich auch meine Stimme einfach mal erholen. Alter, mit was für einer Geschwindigkeit wir mittlerweile durch die Stadt smoothen. Stadt. So. Vicente Valtieri. Er könnte auch Volturi heißen. Ich freue mich, dass ihr zurück seid. Der Auftrag wartet auf euch. Ich habe ein Heilmittel. Ein Heilmittel? Ja. Ja, ich glaube, dass es eins gibt. Ein Magier namens Raminus Polus hat in dieser Richtung geforscht. Er befindet sich in der Kaiserstadt an der geheimen Universität. Schade. Dadurch ist der natürlich buggy. Die Quest. Das ist bitter. Das ist wirklich sehr bitter. Naja, okay. Wir wissen ja, dass wir es gelöst haben. Möglicherweise, wenn die Quest vorbei ist. Nein. Ich kann überhaupt nicht zaubern. Ja, ich bin Basur Grogars. Ich stehe unter dem Schutz von Orums Bande. Legt euch also nicht mit mir an, sonst verarbeiten die euch zu Hackfleisch. Und das hilft euch was, wenn ich euch... Bitte, los schon. ...getötet habe. Die hässlichsten in Chardinal sind die Orums. Das geht euch gar nichts an. Ihr seid draußen. Bleibt einfach draußen und alles ist in Ordnung. Verstanden? Okay. Diesem Raquanar traue ich nicht ganz. Aber die Pferde im Schloss versorgt er anstandslos. Ein kleiner Rassist. Lebt wohl. Gut. Freunde. Für heute war's das. Morgen reiten wir nach Skingrad und übergeben dem Grafen das Heilmittel. Und dann schauen wir weiter. Ich habe mich entschlossen, auf jeden Fall eine Daedra-Quest vorzuziehen, und zwar die von Clavicus Will. Und dann muss ich mal schauen, wie ich weitermache.
Ansonsten bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Aber es gibt viel zu tun. Wir nähern uns immer mehr der 300. Folge. Ich freue mich sehr drauf, meine Lieben. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.